Die folgende Nacht. Erschießen wir uns jetzt eigentlich immer? Anscheinend nicht. Das ist doch schon mal schön. Wir haben jetzt echt ganz schön viel Ausdauer dazu bekommen. Nicht schlecht. Fällt mir. Ah, die Leute sind jetzt auch wieder hier zurück. So ein bisschen wie bei Dark Souls. Wenn du in deinen Unterschlupf gehst, dann kommen die wieder. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong, it makes me dizzy. Oh. Eine abgenutzte Sense. Wie kann ich die ausrüsten? Die sieht schick aus. Die sieht sehr schick aus. Upsala. Eigentlich will ich hier hin. Hier hin. Hab ich immer noch nicht so ganz verstanden mit meiner. Naja. It's locked, all right. Please stop. This place reeks of bloodshed. Dearest friend, William, my arm. This creature is bedeviled. I must put it down. William. Well, hello there. Geil, wir beißen Vampir. So ein bisschen ironisch an sich. William Bishop. Müssen wir ihn denn umbringen? Andere Frage. Also unten ist seine Lebensleiste, dementsprechend wirkt sehr, dass wir das tun müssen. Aber gibt's dann hier jetzt vielleicht einen Secret-Weg, wie man mit ihm redet oder ihm irgendwas zeigt, was er mochte, über seinen Freund spricht? Vielleicht können wir das machen gleich kurz bevor er am Sterben ist. Oder auch nicht. Der Herr ist mein Hirte. Oh Gott. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir. Listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I'm a doctor. I must return to my flock. They'll stray without me. Ja gut. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? Das ist die Frau, die bei dem Doktor bei dem anderen war. Skull? Doktor, ja. You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Two plus two is four. Minus one, that's three. Quick maths. Du bist mein Fave. YouTuber and streamer von Feeling. If they are dying videos on streams on Tipgonder down 100k, Art Vin no kind of idea. Da ist er Patience, good fellows, I've come to offer help. Danke, Savele. Für nochmal 4,62 €, Mann. Insane. Danke. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I almost tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with a good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. This poor creature can't be my maker. Blutprobe. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. In dem einen Unterschlupf vielleicht, wo wir schon drin waren.
Auf jeden Fall führt er mich irgendwo ganz weit nach hinten. It's locked. Weil hier können wir uns gerade nirgendwo hochbeamen. Ich glaube, es ging jetzt tatsächlich nur darum, dass wir die Blutprobe mitnehmen und dann mit ihm wegfahren. Oder geht's hier noch irgendwo raus? Nee. Okay. Dann können wir, glaube ich. Die Sache läuft aus dem Ruder. Schönes Achievement. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that... Skull, you must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Hmm. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End, and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stone, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of William, schön, dass du hier bist. I was certain. Dr. Reed, marvelous. Have we met? I attended three of your seminars before I have the utmost admiration for your schön. Research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed. Take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even have the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Da sind wir dabei. Das ist prima. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Ich find's süß, dass er sich so freut. Und ein sehr, sehr epischer Anfang. Wir sind jetzt knapp über eine Stunde im Game, und das ist der Anfang vom Game. Sehr, sehr gut. Gefällt mir richtig gut. Goodness, I was beginning to be concerned. So, weiter geht's. Worry no more, Nurse Crane.
for I bring good news. Oh, wir dürfen uns was Neues anziehen. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rotor in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed. Da haben wir eine Menge Ahnung von. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Der wollte unsere Hand auf jeden Fall gar nicht mehr loslassen. Analysiere William Bishops Blut im Krankenhaus. You can do better than that. It's my turn. Was ist hier denn los? Oh oh. Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, dry it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite! Sir, please! You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Seien Sie höflicher. Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right. Sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word. I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Damn, gute Besserung, Kodosinator. Die Blutqualität deutet an, wie viel EP du von einem bestimmten Bürger erhältst. Je höher die Blutqualität, desto mehr EP erhältst du. Um das Blut deiner Beute auszusaugen, musst du sie zunächst in den Bann ziehen, um sie auch so an eine Stelle zu führen, die andere Bürger nicht sehen können. Deine Bannstufe muss genauso hoch sein, wie die höher als wie oder höher als der Widerstand des Bürgers sein. Nein, das will ich nicht. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Nö. Das Spiel will mich gerade dazu bringen, den irgendwo ins Dunkle zu führen, damit wir den aussaugen. Aber das will ich nicht. Ich will den ins Krankenhaus bringen. No. I don't want to kill him. Hallo, Husi. Hallo. Ich habe hier jemanden, der ist verletzt. I don't want to kill him. But I need to. But I don't want. Willst du wirklich an Cox saugen? Ja, darauf läuft's hinaus. Warum nicht? I don't want to do this. Nun ja. Da war ich schon so freundlich zu ihm. Ich hätte ja sagen können, dass ich ihn verbluten lasse und alles Mögliche. Da war ich schon so freundlich zu ihm. Und am Ende bringe ich ihn trotzdem um. Drücke hm und wähle, ob du Clay Cox entweder aussaugen oder loslassen möchtest. Wenn du ihn aussaugst, würde dir eine große Menge EP gewähren, jedoch hat das Konsequenzen. Je mehr du über Bürger weißt und je mehr Hinweise du über sie findest, desto mehr EP geben sie dir. Tschüss. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Nö. Hallo Spritti. Schön, dass du hier bist. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go.
But no famished hunter can run for long. Deswegen wurde am Anfang auch gesagt, dass es auf jeden Fall schwieriger wird, wenn wir hier als pazifistischer Vampir unterwegs sind. Weil dann werden wir gejagt. Wenn wir alle umbringen, gibt es nicht mehr so viele, die uns jagen. Na, wie geht's? Mir geht's super sprittig. Ich hoffe, dir auch. Musik. Das hier ist das Krankenhaus? Nee, das ist das Krankenhaus, hoffe ich. Reden wir erstmal mit ein paar Leuten. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Branigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Sehr schön. Wie ist die Lage hier? How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them? Is there a problem? I should know about this. It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Aha, aha, aha. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Okay, neuer Hinweis über den Tippets. Nurse Branigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No, I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Das ist doch gut. So viel. Na, ihr Leben in London. Da gibt's noch was? Not. I'm not the brilliant. Most. It would. Nö. Persönliche Fragen? Hinweis benötigt. Okay. Goodbye, Nurse. Call me if you need assistance. Boah, diese blöde Fliege, die sich hier die ganze Zeit an meinen Bildschirm setzt, ne? Verzieh dich. Boah, ich glaube, ich habe dir gerade so einen Boost gegeben. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Sehr gut. Thank you, nurse. Bis dann, Kultus. What can I do for you? Schlaf gut. Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Sehr gut. Ich habe einige Fragen. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Wer ist Dr. Swansea? What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Naja. Er kennt mich besser als ich. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him.
You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Okay. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Das können wir sie wahrscheinlich immer wieder fragen. Thank you, Nurse Crane. Aber eigentlich wollte ich gerade eben zu dem Ding hier. Wegen der Grippe nimmt dieses Krankenhaus keine weiteren Patienten auf. Das Krankenhaus ist voll. Bitte kehren Sie wieder heim. Ja, das hört man doch gerne, wenn man gerade krank ist und auf dem Weg ins Krankenhaus ist, oder? Das hört man doch gern. Freut einen richtig. Sigmund freut einen richtig. Lack, ich komm rein ins Krankenhaus. Krankenhaus full. So, dann wollen wir mal das erste Mal in unser Büro hier jetzt reingehen. Ich bin immer noch jetzt gerade so ein bisschen überwältigt davon. Mit wie vielen Leuten man reden kann. Endet diese Schicht niemals. Aber es ist ein Roleplaying-Game, also was erwarte ich eigentlich? Natürlich können wir mit 10.000 Leuten reden. Können wir auch mit dir reden? Natürlich. Good Bist du der Postbote? Sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war. Have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Oh, okay. Wie ist die Lage hier? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. Wie findest du das Game bisher? Ich finde das Game ziemlich gut. Hallo Phil erstmal. Es ist auf jeden Fall was ganz anderes und es ist auf jeden Fall ein ziemliches RPG. Es betitelt sich selbst ja auch so, also kein Wunder. Aber man kann hier auf jeden Fall eine Menge reden, eine Menge Hinweise finden. Finde ich aber gut. Finde ich gut. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns. Wie weit bist du denn jetzt im Game, Phil? I've been an ambulance driver since too long, I guess. I'll bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Ich weiß nicht, wie lange daran gearbeitet wurde, Leon. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital? That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, doctor. I'd rather not bring your dead body back. Oh, okay. Since you're on the front line, how is the sanitary situation? Gar nicht so weit entfernt von mir. It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. So, Waffenschmuggel. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Auch irgendwo wahr. Persönliche Fragen brauchen wir überall Hinweise für. Handeln müssen wir jetzt gerade erstmal Goodbye, nicht. Milton. Das Kämpfen finde ich ehrlich gesagt noch momentan so ein ganz bisschen klobig. Da muss ich noch ziemlich reinkommen. Erinnert mich aber so ein bisschen an Witcher. Vom Stile her. Wie das so alles abläuft. Kennen wir dich schon? Du warst da, die, ja. Die haben wir schon gesprochen. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Good evening, sir.
So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Ich habe auch schon überlegt, ob so ein Controller cooler ist. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen so ein laid-back Controller Game. In New York. Dr. Tippett. Yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. So ist es. Ihr Leben in London. Wie ist die Lage hier? What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Die Belegschaft ist wichtig. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Branigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Ah ja, wir leben ja noch in den Zeiten. Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office down again. Sie sind erschöpft, aber haben wir ja den Hinweis bekommen. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. Schwester Gwyneth macht sich Sorgen. Nurse Branigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Branigan's opinion is the only one I may listen to. Deswegen dachte ich, dass ich den Hinweis ihm so sage. Persönliche Fragen haben wir sonst keine. Goodbye, Dr. Tippett. Okay, jetzt könnten wir aber noch mal einmal mit der Gwyneth reden. Good evening, Nurse Branigan. Good evening, Doctor. Tippett hat sie gelobt. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Es erinnert mich immer total an, es gab mal so ein Game, das hieß, glaube ich, irgendwie Hotel Dusk. Room 217 oder so. Das war so ein DS-Spiel, Nintendo DS noch damals. Das war erstens der absolute Wahnsinn, weil das hat den DS genutzt wie kein anderes Spiel zuvor. Also da musste man das Mikrofon verwenden, man musste das immer so halten wie so ein Buch, konnte rechts schreiben und links halt immer was sehen und Gespräche und so weiter. Der absolute Wahnsinn. Und wenn du halt, da warst du halt auf so einer Mission, so einer Untersuchung. Und wenn du jemanden einen Hinweis an den Kopf geschmissen hast oder irgendwas, was aufgedeckt hast, wurde das auch immer so schnell groß, wie das hier so war. Wenn du hier irgendwie einen Hinweis hast, dann machst du ja auch immer so immer. Erinnert mich total daran. Ich krieg gerade voll den Nostalgie-Flashback. Finde ich mega nice. Hatte Samin Hut. Statt sie.
Leben, das durch effiziente medizinische Hilfe gerettet wird, ist ein Stich ins der Epidemie. Freiwillige machen den Unterschied. Wow! Was war denn plötzlich neben mir? Du Verrückter. Hallo auch. Mit wie vielen Leuten man hier reden kann, ist so überwältigend. Wir können mit denen auch alle noch reden. Oh, shit. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal kurz unserer Mission nach. Bisschen aufdringlich. Ja. Denn wenn man hier nach oben geht, im ersten Stock, soll es ja hier direkt eins für uns geben. Hier ist Dr. Swansea. Okay. Dr. Swansea. Okay. Aber unten müssen wir auch noch mit jemandem reden, so wie es aussieht. Wahrscheinlich der Typ, der angefallen wurde von William. It's locked, all right. All right. Angeblich soll hier jemand sein. Skull voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Hi. Sehr gut. Okay, das ist auf jeden Fall auch irgendwie eine Spur hier. Ich sag nur allen Hallo, ich rede nicht mit denen. Nimm zu viel Zeit in Anspruch. Naja, du erfährst halt so viel über die Geschichte, die ja irgendwie liebevoll hier doch zusammengestellt wurde. Ja, ja, yikes! Okay, wir haben nicht mehr so viel Leben. Sehr schön. Einmal ein bisschen Blut reinpfeifen. Warum sind die hier? Das ist eigentlich die größte Frage gerade. Das Foto eines verliebt lächelnden Pärchens. Auf der Rückseite steht Milton und Pippa für immer. Fotografie in einer Brieftasche. Das ist die Brieftasche, von dem der Waffenschmuggler gesprochen hatte. Die Influencer sind hier. Betreten Sie diesen Bereich nicht, im Auftrag des Gesundheitsministeriums Gesundheitsbeauftragter. Quarantäne, ansteckende Krankheit. Darf die Quarantänezone ohne schriftliche der lokalen Gesundheitsbehörde betreten oder verlassen. Autorisierten Angestellten der dürfen diesen Schriftstück verändern, zerstören oder entfernen. Gegen diese Regelung verstößt, muss Strafgebühr entrichten. Damn, da sollte man auf jeden Fall nicht hin. Also, safe nicht. No, my man, no. Freunde, ist eigentlich ein Wunder, dass wir jetzt schon über 2 Stunden live sind und ich habe noch nicht gesagt, ab jetzt gibt's Fortnite. Das mache ich ja bei Story Games sonst immer so. Ich habe eine Brieftasche gefunden. Ja. Und da steht ihr Name drauf. Ja. Demzufolge ist es also ihre Brieftasche, ja? Ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen. Ach, Patrick's da. Der Alte, der Gute, der Freund und Kupferstecher, Patrick. So, ich wollte eigentlich nach oben gehen in mein Büro. It's locked. Bring die Geldbörse zu ihrem Besitzer. Ja, von wem ist die jetzt? Von ihm. Milton Hooks. Ach, von dir ist die tatsächlich. Ah, stimmt, er hatte ja auch gesprochen, dass er die fallen gelassen hat. Du warst das, ne? Ist das korrekt?
Good evening, Milton. Yep. Good evening, Doctor. Still trying to save lives. Ich habe Ihre Geldbörse gefunden. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet. With all the money and a certain picture. Well, yeah. Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Eigentlich traurig. Eigentlich richtig traurig. Aber in der Zeit total verständlich. Goodbye, Milton. Leider ist zufälligerweise all ihr Geld hier drin verloren gegangen. Es tut mir so leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. So. Ganz am Ende des Flures, hatte sie gesagt, ne? Das letzte Büro. Aber das hier sind doch jetzt eigentlich, oder sind wir dann komplett durch? Wahrscheinlich. Hallo? Hallo? Eine abgenutzte Säge. Oh, sag ich nicht nein, du. Dr. Reed. This must be the place. Das bin ich. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. Sehr schön. At least I won't be sleeping in a coffin. Wenigstens muss ich nicht in einem Sarg schlafen. Sehr gut. So, wir können wieder upgraden. Zum Beispiel unseren Biss oder unsere Regeneration. Das fände ich eigentlich erstmal nicht schlecht. Gesundheit ist tutti. Ich mag. Das ist gut. Den Blutspeer hätte ich auch gerne mal, aber der kostet halt 1000. Das ist echt heftig. Das kostet das Defensive 600. Habe ich leider auch nicht genug für. Vielleicht warten wir erstmal und kaufen uns das. Die folgende Nacht. Ich habe den Typen am Wasser gehen lassen. Den Herrn von und zu Cox. The flower is dying. It needs water. Oh nee, nicht wie bei Life is Strange damals. Nein, bei Life is Strange habe ich die Flasche auch, die Pflanze auch umgebracht. Erst mit zu wenig Wasser und dann mit zu viel Wasser. Ich bin kein Pflanzenmensch. Ich nenne die ja sogar schon Flasche. Oh, wir haben eine Nachricht bekommen. Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ein Büro für sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung. Das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man sollte sie etwas ausruhen lassen und niemals ihren Raum betreten. Sie können ohne Störungen tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über Ihre Spezies erforscht, um zu verstehen, was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit all dem nicht alleine dastehen. Ich bin froh, Sie in dieser finsteren Zeit getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen in Pembroke, geschätzter Kollege. Wir sollten uns bald unterhalten. Wir sind ja so verschieden. Hast du den echt umgebracht? Du Freak. Spielst du das Spiel als Bösewicht etwa durch, oder wie? So, dann wollen wir mit unserer Mission weitermachen, ne? Wir haben ja noch immer das Blutfläschchen von ihm. Wollen wir das nochmal analysieren? Und eher gesagt, wir haben daraus jetzt Regenerationsserum gemacht. War das der Plan? William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Wir haben jetzt tatsächlich viel Zeit. Ich will immer wieder zu dieser Kiste gehen, aber das bringt gar nichts. Also ab ins Bettchen. Jetzt wird geschlafen. Die folgende Nacht. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals.
What about my thirst for blood? Kapitel 2. Die Nachtschicht. Und damit, Freunde, geht's im nächsten Part weiter. Oh, hi. Du hast das Ende des Videos erreicht. Wenn du jetzt noch mehr von mir sehen willst, kannst du sehr gerne hier vorbeischauen. Oder den Kanal abonnieren. Oder du schaust hier bei Twitter vorbei. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder.